Gegeben ist der Punkt P3-4, berechnen Sie den Abstand zum Ursprung. So, ich habe den Punkt P3-4 im Koordinatensystem eingezeichnet. Und das heißt, hier gesucht ist dieser Abstand. Und wie man hier sieht, der Abstand müsste 5 sein, aber die Frage ist, wie kommt man auf die 5? Also man sieht es jetzt nicht, aber es ist halt so. Ich habe es abgemessen, aber das möchte ich gerne gerechnet haben. Wie genau, man kann also ein Dreieck jetzt bauen, also senkrecht nach unten. Dann hat man unten den 90-Grad-Winkel und dann kann man das Pythagoras ausrechnen. Wie lang ist die Länge hier? 3 und die andere 4. Und wie rechne ich jetzt die 5? 3 hoch 2, also 9 plus 16 und dann die Wurzel draus sind 25, also 5. Ja, also Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat ist 5 und das ist der Abstand. Und das schreibt man so als der Abstand vom Ursprung. Und den male ich immer gerne mit so einem Wuschel oben zum Punkt P. Also der Ursprung, damit man das nicht mit einer 0 verwechselt, wobei das auch nicht so schlimm ist. Gut, also das heißt, der Abstand ist jetzt 5. So, wie komme ich jetzt von dem allgemeinen Punkt auf den Abstand? Also hier habe ich einen allgemeinen Punkt, wie heißt der? Ach jetzt, X1. Y. Heißt der Q? P heißt der. P heißt der. P1. Gut, wie ist jetzt dessen Abstand? Also der Abstand von, Moment, der Abstand vom Ursprung zu P1 ist? Wurzel aus x1 hoch 2 plus y1 hoch 2. Und das ist der Abstand aber nur vom Ursprung. Gut, habe ich verstanden. Jetzt den Abstand vom Punkt, wie heißt der R? Q. Der heißt Q. Von 3,5-12 zum Ursprung, wie geht das? 3,5 hoch 2 plus 12 hoch 2 und dann die Wurzel drüber. Bitte ausrechnen, was da rauskommt. Da kam, glaube ich, 12,5 raus. Gut, und der zweite, wie rechne ich den aus? Wurzel aus 4 hoch 2 plus 0,9 hoch 2. Und wie heißt der Punkt? R. Gut, also W, O, R, ja, jetzt. Und da kommt 4,1 raus. Gut.